ist jung für einen Kell. Ungeprüft. Aber mein Volk darf hoffen, ja? Ich erkenne jetzt, dass du diese dunkle Macht weiser einsetzt als Eramis. Boah, die Welt von ihm besiegen. Die Korruption nicht von der Dunkelheit, sondern von der Wut. Bring diese Lektion zu Eramis. Je mehr Elixni entkommen, desto besser geht es mir. Sie verdienen Sicherheit weit weg von Eramis. Ein Sieg, ja. Aber es gibt noch mehr. Und wenn ich sie finde, werden sie alle sterben. Auf Nimmerwiedersehen. Verräter wie du sind meines Reiches nicht würdig. Eramis, es sollte nie ein Reich werden. Sondern eine Heimat. Heimat? Unsere Heimat wurde uns von deiner einst großen Maschine genommen. Es gibt keine Heimat für uns, solange sie noch lebt. Insgeheim gehofft, dass es seine alte Freundin noch gäbe. Aber nach deinen Taten war mir klar, dass dem nicht so ist. Weißt du, warum sie uns Gefallene nennen? Es war nicht unser Wirbelwind, der uns diesen Namen einbrachte. Wir sind Gefallene, weil Elixni wie du nie gezeigt haben, dass wir uns behaupten können. Für die Menschheit waren wir immer schwach. Immer dem Untergang geweiht. Aber von dem Moment, als uns die einst große Maschine im Stich gelassen hat, wusste ich, was zu tun war. Ich war die Einzige, die die Kraft hatte, es zu tun. Also verzeih mir, Verräter, aber diese Freundin, die du meinst, sie hat niemals existiert. Thank you.
Stadt fällt und dein Volk stirbt. Wenn dein Reisender dich im Stich lässt. Eramis irrt sich. Über Varix. Über die Elixni. Varix kam für eine zweite Chance nach Europa. Für die richtige Sache. Das ist Stärke, nicht Schwäche. Oh, bitte, Varix. Du bist nur hierher gekommen, um dich zu verstecken. Wie ein Feigling. Nein! Die Freilassung der Vex brachte die Elixni in Lebensgefahr. Viele sind bereits umgekommen. Eramis, du bist der wahre Feigling. Sei still! Ich habe genug von dir, Varix. Ich werde es genießen, zuzusehen, wie dein Schädel in Stücke zerbricht. Thank you.
Eramis. Willkommen zurück. Na, das wird nichts. Dem Ende zu begegnen. Ja. Ich werde sterben, 100%ig. Ich sehe deine Ketten. All diese Macht an falsche Götter verschwendet. Ha! Erlaube mir, deine Ketten zu zerschlagen. Geist. Das ist... Ich kann nicht. Es tut mir leid. Ha! Sieh, was ich dir geschenkt habe. Kein Licht mehr, keine Dunkelheit. Fokussiere deine Macht. Lass sie wachsen. Oh, wie interessant.
Einzige, was wir hier zerschlagen müssen, bist du. Dann los, Lakai. Zeig mir, was die Freiheit dir gebracht hat. Wir sagen, wie ich das mache. Ich drücke ganz einfach eine Taste und dann fliegen die Teile. So mache ich das. So wird es nicht enden. Es kann nicht. Was? Du siehst, die Dunkelheit ist in dir. Sie ruft dich wie viele andere zuvor. Über Lebenszeiten und Zeitachsen hinweg. Hinter unserer Welt liegt eine weitere, von der Dunkelheit durchdrungen, in der Hüter dem Ruf der Versuchung folgend ihr Licht aufgaben. In jener Welt warst du keine Ausnahme. Doch hier, in dieser Welt, schlummern Licht und Dunkelheit in dir, Seite an Seite, und geben dir Kraft. Denk daran, wenn du erneut die Ziggurat aufsuchst. Du bist aus einem einzigen Grund hier, um die Dunkelheit in dir bestmöglich zu nutzen. Es ist Zeit. Sie erwarten dich. Oh, das ist die Knarre, die ich da bekommen habe gerade. Naja, ne, so der Brüller, aber okay.
Ich will nur, dass du weißt, ich bin bei dir. In Licht oder Dunkelheit. Wir sind Partner. Jederzeit. Du kontrollierst die Dunkelheit in dir und hast Aramis Ende besiegelt. Es ist Zeit, dass ich dir die Wahrheit offenbart. Ich erwähnte bereits eine andere Zeitachse. Meine. Dort war Aramis am Leben und die dunkle Versuchung gedieh. Sie durchdrang den Verstand der Guten, machte Jagd auf ihre Sehnsüchte und entfesselte ein neues, dunkles Zeitalter. Ich fürchtete, diese Entwicklungen seien unabwendbar, und das tue ich noch. Doch du gibst mir Grund zur Hoffnung. Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen diese dunkle Zukunft verhindern. Dank dir sehe ich nicht länger einem Niedergang entgegen, nur einem hoffnungsvollen Neuanfang.